ist ein relativ kompaktes Feld. Wir haben starke ostafrikanische Läufer da, die versuchen wollen, die Stunde zu brechen. Wie aus Kenia, aus der schnellen Kenia-Fraktion, einer der Läufer, der schon unter einer Stunde den Halbmarathon gelaufen ist. Daniel, welcome, great you're here. Dann begrüßen wir Philipp Flieger natürlich, der hier den Berlinerinnen und Berlinern schon bestens bekannt ist. Omi Tesfaye, dazu machen wir weiter. Und Sabine, grüß dich, herzlich willkommen. Und Katharina Heinig können wir hier vorne bei uns begrüßen. Ja, also ich hatte ja jetzt 2 beschissene Jahre hinter mir, fast schon 3, also richtig mau. Und Fußverletzung, Beckenverletzung, Hüfte. Berlin ist eine Reise wert, waren wieder mit 35.000 Läufer und Läuferinnen ein Riesenfeld. Aus deutscher Sicht muss man sagen, eine Überraschung von Omi Tesfaye, der im Männerlauf mit 62,50 eine sehr gute Darstellung gezeigt hat. Und das als Mittelstreckler, der ja von der Bahn kommt. Philipp Flieger in Vorbereitung auf seines Hamburg-Marathons eine sehr gute Ergebnis abgeliefert. Das heißt also, sein Training in der Vorbereitung auf Hamburg stimmt. Die Stimmung ist irre. Es ist die ganze Zeit an der Strecke Halligalli. Die Leute pushen einen. Du hörst deinen Namen gefühlt alle 100 Meter. Und selbst wenn es dir den letzten 5 Kilometer im Gegenwind ziemlich dreckig geht, du lässt halt nicht locker, weil du denkst halt, okay, Mann, die Leute sind echt hier und haben da Bock drauf, dich anzufeuern und so, dann kannst du natürlich auch nicht locker lassen. Und deswegen spurtest du dann auch auf den letzten 100 Metern mit dem äthiopischen Kollegen noch um Platz, ich weiß gar nicht wie viel, aber da willst du den Leuten ja auch ein bisschen Show bieten und dann macht das richtig Bock. Erstmal am Anfang, das ist natürlich noch nicht ein Top-Niveau, aber wenn ich weiß, wo ich im Dezember stand und jetzt 3 Monate weiter und ich kann schon wieder eine 1,12 stehen, das ist super. War richtig gut. Macht einfach Spaß, wieder einen Wettkampf zu laufen und ich war mit Sabrina im Trainingslager, ich weiß, was sie braucht und von daher macht das Spaß, wenn man auch eine Aufgabe hat. Der Omi Tesfaye, der heute wirklich hier aufgetrumpft hat. Du hast deine persönliche Bestzeit um weit über 4 Minuten verbessert. Das ist für einen Hobbyläufer okay, aber für einen Spitzenläufer ist das eine Welt dazwischen. Und Philipp Flieger, der heute auch hier wieder in Berlin einen ganz, ganz starken Auftritt hatte und ein tolles Rennen hatte. Ich bin auch froh, dass die Konkurrenz von hinten drängt. Aber trotz allem will man dann doch irgendwie noch performen, hat dann doch das Konkurrenzdenken, wenn man dann am Start ist. Und das war heute ganz schön ein hartes Stück Arbeit. Das Schlimme ist, wenn man nicht dabei ist. Man muss halt dabei sein. Dann fühlt man sich sauwohl.